Und da sind wir wieder. Es geht weiter mit Darksiders 2 und wir wollten zum Wächter gehen und mal eine Runde mit ihm quatschen, was sonst denn so Schönes zu erzählen hat. Da müssen wir hier einmal fix durch die Schmiede durch. Und hinten raus. Der ist wohl da in dem Loch drin. Wir haben ja schon mal rausgelunzt gehabt. Da war ja eine Brücke eingestürzt. Das heißt, theoretisch können wir da gar nicht drüber. Aber unser Freund will uns hier helfen, wie es aussieht. Du hast meine Aufmerksamkeit. Na dann. Die Quatsch mal eine Zeit Runde. ist also gekommen. Die Erzähl mir Gießerei. von der Gießerei. Sie ist ein heiliger Ort, wo die Seele mit Stein vereint wird. Von hier aus sieht er nicht so heilig aus. Die Finsternis hat in unserem Reich wenig verschont. Aber die Gießerei ist ein Ort der Magie. Sie ist stark. Und mit deiner Hilfe erobern wir sie uns wieder zurück. Die Was ist Wächter. aus den anderen Wächtern geworden? In meinen Träumen habe ich viele meiner Brüder gespürt. Doch nur einer ruft noch immer. Uran, ein äußerst alter Wächter. Sein Lied verfolgt mich noch immer, obgleich sein Stein verloren ist. Macht der jetzt? Baut da jetzt eine Brücke dahin oder was? Es ist hier nicht sicher für Fleisch oder für Stein. Es liegt keine Schande darin, umzukehren. Aber auch keinen Sinn. Du hast den Wächter gehört. Allein ist es nicht sicher. Du brauchst Hilfe. Na dann, Kollege. Hat aber hübsch gemacht, die Brücke hier wieder zu bauen. Huch. Wollen doch mal sehen, was uns auf der anderen Seite in der Gießerei jetzt so erwartet. Sicherlich wieder einige unserer altbekannten Freunde. Vielleicht auch neue Gegner? Mal schauen. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Da ist eine Truhe in der Ecke. Ich dachte mir doch, dass hier noch irgendwo bestimmt was ist. Da ist auf der anderen Seite vielleicht auch was. Ein bisschen Glück findet man da noch was. Direkt war ganz gute Schuhe gefunden. Mal gucken. Schuhe. Mehr Rüstung, weniger Verteidigung. Ach so, ne, Dornen sind da noch drauf. Einiges weniger Verteidigung. Kritischer Schaden. Nee, dann nicht. Ich habe lieber mehr Rüstung, also Verteidigung. Und auf der anderen Seite auch noch eine. Ein Truilein? Nein, nix. Und auch kein. Doch. So ein Artefakt. Wupp. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da gar nichts gewesen wäre. So, dann gehen wir mal da rein. Dum, 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 dum. Und Tür auf. Hallo? Jemand da? Ah, wecke den Wächter. Dann wollen wir das doch mal machen. Oh, eine Truhe, ganz allein für mich. Unmöglich. Wilde Armklingen. So, hier haben wir dann noch einen Heiltrank. Ich hoffe, der bleibt liegen. Da hüpfe ich lieber nicht runter. Sonst verbrenne ich mir wieder meine Füße. So. Die Gießerei. Verrückt. Wo ist der Hammer her?
Krasses Ding. La 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 la. Zack. Da. WTF, warum finde ich denn jetzt so viele Heiltränke? Okay, hier muss ich erst einen Schalter umlegen. Da komme ich noch nicht rein. Die Tür ist auch noch zu. Und hier ist jetzt was? Schon in Ordnung, ich hab dich. Wer wirft mich jetzt oder was? Und er bleibt jetzt da drüben. Na dann. Bin ich jetzt wieder auf mich allein gestellt. Das war das einzige. Das einzige, wofür der gut war. So, wo bin ich jetzt gelandet? Vielleicht nicht so gut. Wie komme ich denn da? Ah, dort lang komme ich da. Hey, das war richtig hier so. Komme ich hier rüber? Level. Oh, nicht runterfallen, nicht. Oh, fuck. So, weg mit dir. Genau so machen wir das. Da habe ich mich aber gerade noch mal so gerettet. Meine Güte. Hallo? Wusch. Und dann kann ich darüber zu der Truhe. So. Hallo Schuhe. Wieder nicht viel, nicht besser. Wupp. Die Tür auf. Dann hier durch. Ach, und da kann ich dann meinen Freund wieder. Erstmal muss ich kämpfen. Oder auch nicht? Ich glaube, du hast mich vergessen. Hab ich das? Vielleicht will ich dich auch einfach nicht holen. Kann ich jetzt hier hoch? Ja. Komm rein, Kollege. Bleib dort. Ich nehme die Tür. Lass ihn fallen. Bist du sicher? Ich weiß, das sieht bei mir einfach aus. Aber könntest du vielleicht trotzdem mit anpacken? Nö, ich will erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Hier habe ich ja jetzt aufgemacht. Hier sind nämlich noch Sachen zu holen. Auch wenn es nur ein bisschen Geld ist. Aber die nehme ich trotzdem gerne mit. So. Und dann will ich auch noch fix in die andere Richtung schauen. Was da noch so ist. Da in diesem großen Loch drinne. Hier sind auch noch ein paar Dinger zum Zertrümmern. Lauf weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Mach das mal. Ah, hier brauche ich dann so ein. Hier brauche ich dann das Gefährt. So eine Kreation, wo ich mich draufsetzen kann. Nach dir. Na gut, dann müssen wir jetzt durch die Tür. Ist doch nicht so viel gebracht, nochmal sich umzugucken. Nur ein bisschen Geld. Bleib dort. Ich nehme die Tür. Ich bin bereit. So, schwuppdiwupp. Da sind wir drinnen. Oh je. Oh je. Das ist der Wächter, Reiter. Und wenn du zum Baum kommen möchtest, muss ich ihn erwecken. Oh,
Und was dann? Der Wächter wird tun, zu was er geschaffen wurde. Das Verderben vernichten, das den Baum blockiert. Aber er sieht fertig aus. Warum steht er nur dort herum? Der Körper ist fertig, ja. Aber so, wie er dort steht, ist er nicht mehr als toter Stein. Um dem Stein das Leben einzuhauchen, müssen wir ihm die Essenz eines Erschafferherzens geben. Sogar drei davon, bei einer Kreation dieser Größe. Und wie können wir das machen? Diese Herzsteine waren fertig, zusammen mit dem Wächter, wurden aber nie mit dem Stein vereint. Sie sind alle im Tempel. Wir müssen nur nach ihnen suchen. Ja, los. Super. Da wissen wir doch schon, was zu tun ist. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, danke, mein Freund. Ist aber nett, dass du die Fix für mich zertrümmerst. Und ich dann auch noch eine Stufe aufsteigen darf. So, da liegt was rum. Ich wette, das tat weh. Verteidigung plus 55 nur. So. Tut da sonst noch irgendwas rumgammeln? Wie es aussieht, erstmal. Da drüben sind noch Haufen. Haufen. Na, Kisten und Urnen. Die wir noch ein bisschen kaputt machen können hier. Zack, 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 zack. So. Da drüben ist so eine Apparation. Was haben wir hier so? Wie kann ich die herholen? Ich muss das ja benutzen, um da drüben das... Dann schätze ich mal, geht's hier nicht weiter. Ist hier eine Kletterpassage oder sowas? Hm. Sieht ein bisschen mau aus hier. Scheint nicht viel hier zu sein. Dann ist ja nur noch... Dann können wir noch dort lang gucken. Aber... Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier geht es noch nicht weiter. Da unten sind ja diese... Ah, obwohl... Sind hier nur links. Hier rechts geht's schon weiter. Versuch nicht davon zu laufen. Nein! Ich will springen. Wegspringen. Oh, Exekution. Yeah. Bam. Was hast du davon? Ja, nur ein kleiner Rückschlag. Nur ein kleiner Rückschlag. So, das heißt... Ich reiß dich in Stücke. Es ist doch gar nichts mehr da. Chill doch mal, Kollege. So, hier haben wir eine Truhe dahinter. Da brauchen wir erst den Apparat. Den wir dann jetzt vielleicht hier finden werden, ne? Sieht aus wie irgendwas, wo wir jetzt endlich wirklich mal kämpfen müssen. Bin mir zwar nicht ganz sicher. Ich hab dich, Reiter. Spring an Bord. Gleich, ich will noch hier fix das Zeug kaputt machen. Zack, zack. Und zack. So, und da oben? Kommen wir da durch? Wahrscheinlich nicht. Nee, müssen wir erst kaputt machen. Dann auf muss ich, okay. Dann gib mal Gas, Kollege. Steig auf, Reiter. Ich werfe dich. Wupp. Schön. Das ist echt entspannt so, wenn er dich überall hinwerfen kann. Da muss man sich gar keine Gedanken weitermachen. Wird man einfach durch die Kante geschmissen und alles ist gut. Und wieder ein Heiltrank. Jetzt, wo ich keine brauche. Droppt sie ohne Ende. Zack. Nochmal Schuhe. Ich glaube, für mich gibt es nur noch Schuhe hier. Zack. Und da noch die Kisten kaputt machen. Dann müssen wir bestimmt hier abtauchen. Ja, woanders geht's ja nicht mehr hin. Und wieder ein Heiltrank. Hüpf. Und ab in die Tiefe. Ah. Da hinten haben wir noch so eine Münze. Blöpp. Ja, noch irgendwo eine Seite von dem Buch der Toten, oder? Ja.
Nee, sieht nie so aus. Dann Apparat. Apparate dich mal. Ah, nee. Da muss ich erst auftauchen und den bestimmt da rausziehen irgendwie. Oder auch nicht, weil ich ja nicht auftauchen kann. Hier bin ich aber hergekommen, oder? Ja, hier bin ich hergekommen. Hier ist der Apparat. Aktivieren kann ich den auch noch nicht, ne? Nee. Der noch im Wasser schwimmt. Oh, da ist noch Licht. Vielleicht komme ich hier raus. Ja. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So. Und dort so eine schöne Kugel. Kugel. Und was finden wir hier noch so? Nochmal Wasser. Na gut, dann hüpfen wir halt hier noch ins Wasser. Gucken wir nochmal nach unten, ob hier noch irgendwas rumschwimmt. Nö. Aber hier vielleicht. Da nach oben und da haben wir eine Truhe. Eine Sense. Schön. Ah ja. Da lang muss ich dann jetzt. Hier irgendwas unter Wasser? Nein, auch nichts. Gut. Dann hier raus. Ich gehe an die Tür. Lass ihn fallen. So. Dann kann ich die Kugel hier durchrollern. Ich hätte mehr in der Schmiede arbeiten sollen. Der alte Wagen. Rolle. Und wohin jetzt damit? Muss ich das jetzt da oben dagegen knallen oder was? Nee, dreh das mal rum. Ach komm. Du elender Noob. Dreh das. Also irgendwas hat es schon gebracht, aber wahrscheinlich nicht das, was es soll, oder? Ah, jetzt habe ich richtig getroffen, alles klar. Goodie. Ich hatte wahrscheinlich nur nicht den richtigen Winkel erwischt oder irgendwas. Dann kann ich ja jetzt den Kolosse übernehmen. Hallo Freund. Ich möchte dich gern fahren. Brumm, brumm, brumm. So. Jetzt kommen ja wieder die ganzen kleinen Viecher, oder was? Ne, da ist sogar ein großer her. Das hat fast wehgetan. Die sind reif für eine Prügelei. Ihr kleinen Mistviecher. Hier hast du nicht drauf. So, ich frage mich, ob meinem Koloss oder ob mir irgendwas passieren kann, während ich den Koloss Bleib bediene. Ich kümmere mich darum. Hier hast du nicht drauf. So, das war's. Dann steige ich mal eben ab und hole mir hier oben die Truhe. Sammel dann noch den Loot da ein. Schwupp. So, das haben wir alles. Liegt hier noch eine Sense rum. Hier liegt noch was rum. Handschuhe des Schocks.
Dornen, Verteidigung, Harnisch der Dornen. Ich glaube, der ist besser als der, den ich anhab, oder? Da liegt noch Geld. Ich habe schon Steine geworfen, die größer waren als du. So. Dann gucken wir doch direkt mal, was wir hier gefunden haben. Eine bessere Sense haben wir auf alle Fälle gefunden. Ja, hier die. Das macht meine. Exekutionschance. Und naja, die macht schon ein bisschen mehr. Legen wir sie mal an. So, das ist nicht besser, das ist nicht besser. Was haben wir hier? Was haben wir an? Verteidigung, Widerstand. Das macht mehr Verteidigung und Dornen. Dann legen wir das mal an. So, und die Schuhe waren alle Mist. Okay. Gut, dann können wir weiterfahren mit unserem Gefährt. Hüpf. Fahr, mein Freund, fahr. Ich will das da oben wegmachen. Nee, das da oben will ich wegmachen. Genau. Ich mag diese komischen Dinger nämlich nicht. Die leuchten so böse. So, da war das frei. Da ist nix. Dann steige ich kurz ab, hol die Truhe. Kusch. Zack. Und was ist drin? Eine Waffe, die schlechter ist. Okay. Dann steigen wir da auf und fahren hier weiter. Und dann kommen wir wohl in der Halle vorne wieder raus. Wo das erste Mal die Tür aufgehalten hat. Würde ich behaupten. Genau. Denn da vorne war das Loch. Und so ein Ding, wo ich die Kette ranhängen muss. Und blöpp. So. Dann geht's wohl hier weiter. Oh, dafür brauche ich auch erst die Kette. Also das, da ist ja so ein Ding mit Ring. Ein Ding mit Ring. Ah, da. Da muss ich hin. Schon dran vorbeigelaufen, ja. Klettern wir hier nach oben. Ah ja, dann muss ich auf die andere Seite rüber zum Holz. Höpp. Und höpp. So. Bin ich hier drüben. Da muss ich wohl noch mal einen Kreis laufen oder so. Ja. So sieht's aus. Einmal im Kreis. So, lauf, spring, lauf, halt dich fest. Lauf, lauf. An der Wand entlang, denn das macht Spaß. Oh, da läuft ja Lava runter. Ist mir gar nicht. Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass man da den richtigen Zeitpunkt abpassen muss, um da durchzulaufen. Eieieiei, hatte ich ja Glück. Ah. Euer Ernst? Zack! Exekution! Autsch! Hast du mich jetzt erwischt? Oh oh, da sind wieder neue da. Autsch! Ihr Mistsäcke. So. Oh, der war nice. Was auch immer ich da gerade gemacht habe. Ah ja, kommt halt wieder ein großer. Dafür haben wir die Gestalt. Oh. Der kann mir ja trotzdem wehtun.
Aber Mann. Schläger, Schulterstück, Verteidigung und Gesundheit erhöht. Aha. Dann trinke ich einen Heiltrank und nehme den auf. So, dann haben wir hier noch die Urnen und ja. Gut. Den Kampf auch überstanden. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Und vielleicht finden wir dann das erste Stück des Herzens. Mal sehen. Werden wir dann in der nächsten Folge feststellen.